Hallo liebe Leute, ich bin der Robert und dies ist Build 10130 der Windows 10 Insider Preview. Diese Version ist kurz nach meinem letzten Video veröffentlicht worden und ich will mal sehen, was es Neues gibt. Diesmal beschränke ich mich jedoch nicht auf den Tablet-Modus, sondern schaue mir auch andere Teile an. Dazu gehört jedoch auch der Tablet-Modus und damit soll es auch gleich losgehen. Wie ihr seht, habe ich eine höhere Auflösung als in den letzten Videos und wie zu erwarten war, wird nicht mehr nur eine Reihe Kacheln angezeigt. Wie man ganz deutlich sieht, sind es jetzt zwei und es passen pro Reihe zwei große Live-Tiles nebeneinander. So wie ich beim letzten Mal die Kacheln nur in der Mitte anordnen konnte, sind mir auch hier nach links und rechts Grenzen gesetzt. Die Mitte ist ebenfalls tabu. Das System ist allerdings flexibler als Windows 8 und erlaubt mit kleinen Einschnitten auch das freie Platzieren. Kacheln müssen nicht mehr direkt aneinander liegen. Die kleinsten Schritte entsprechen der kleinsten Größe einer Kachel. Wenn die Kachel nach unten in die letzte ist, kann sie nur weiter nach unten geschoben werden, indem eine neue Gruppe erstellt wird. Ist sie das nicht, dann kann sie in den gleichen kleinen Schritten weiter nach unten verschoben werden. In dieser Version neu ist eine Funktion, die Windows Phone-Benutzer schon lange kennen. Wer viele Anwendungen benutzt, hat mit Sicherheit eine lange Liste von Einträgen im Startmenü. Wie vorher auch, sind die Apps alphabetisch sortiert, jedoch kann man nun auf einen beliebigen Buchstaben in der Liste klicken und bekommt damit eine konzentrierte Übersicht der installierten Programme, basierend auf dem Anfangsbuchstaben. Es werden alle Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen angezeigt, jedoch sind nur die Buchstaben hervorgehoben und klickbar, für die mindestens ein Programm installiert ist. Ein Klick auf den entsprechenden Buchstaben springt direkt zu dieser Gruppe. Alle anderen Möglichkeiten sind ausgegraut und reagieren nicht auf Klicks, egal wie sehr man es versucht. Neu ist auch dieser Zurückknopf in der Taskbar. Nach meinen bisherigen Versuchen soll er scheinbar so funktionieren, wie es die Hardware-Taste auf dem Smartphone tut. Um das zu demonstrieren, öffne ich jetzt mal die Kochen und Genuss-App und die Nachrichten-App. Wie ihr sehen könnt, sind beide Anwendungen offen. Anfangen möchte ich dabei mit den Nachrichten. Ich wähle jetzt mal eine beliebige Schlagzeile aus und öffne sie. Die App bringt ihren eigenen Zurückknopf mit und wenn ich den klicke, lande ich wieder auf der Hauptseite der App. Jetzt mache ich das gleiche nochmal, jedoch mit dem Knopf in der Taskbar. Auch hier komme ich zurück auf die Hauptseite. Wenn ich den Knopf jetzt ein weiteres Mal drücke, lande ich in der zuvor verwendeten App, in diesem Fall Kochen und Genuss. Den gleichen Tanz ziehe ich hier nun nochmal durch und dazu mache ich einfach mal das Rezept mit den Tomaten auf. Ein Klick auf den Zurückknopf bringt mich dann auch direkt zurück zur Hauptseite der Anwendung. Wenn ich jetzt allerdings auf Zurück in der Taskbar klicke, dann lande ich auf der Windows-Startseite. Das liegt sehr wahrscheinlich daran, dass die Nachrichten-App schon eine moderne Windows 10-App ist und Kochen und Genuss noch aus Windows 8 stammt. Man hat ja auch ganz deutlich die Unterschiede in den beiden Apps gesehen. Kochen und Genuss hatte einen runden Zurückknopf und eine Actionbar am unteren Rand, während die Nachrichten-App schon mit dem neuen Hamburger-Menü daherkommt. Damit verlasse ich nun den Tablet-Modus und zeige zum ersten Mal in einem meiner Videos den Windows 10 Desktop. Hier werden wir sofort vom Startmenü und unseren geöffneten Apps begrüßt. Diese werden wie aus Programmen mit Kindfenstern bekannt überlappend angeordnet. Auch hier sieht man direkt die Unterschiede der beiden Anwendungen. Das Bedienkonzept ist komplett anders und auch die Titelleiste verrät die Herkunft von Kochen und Genuss. Als nächstes möchte ich mich den virtuellen Desktops widmen, einem Feature, das ich bei gängigen Linux-Desktops schon zu schätzen gelernt habe. In Windows 10 kann man sich nun auch virtuelle Desktops anlegen, ohne dabei auf extra Tools angewiesen zu sein. Dazu öffnet man die Taskansicht und klickt ganz rechts auf Neuer Desktop. Nun hat man eine saubere Arbeitsfläche und kann fleißig neue Fenster öffnen. Hier schweife ich jetzt einmal ganz kurz ab und werfe einen Blick auf das Design. Windows 8 oder früher Nutzer sehen sofort, dass die Titelleiste keine Farbe mehr hat. Sie ist genauso weiß wie der Inhalt des Fensters. Neu sind auch die Icons und soweit ich bisher gelesen habe, sollen die auch so gut wie fertig sein. Auf mich wirken sie modern, schlank und farbenfroh und ich finde sie eigentlich auch ganz hübsch. Ein wenig aus der Reihe tanzt dabei das Symbol für die Einstellungen.
Mit seinen symmetrischen Abmessungen passt es nicht so wirklich da rein. Die Einstellungen rufe ich jetzt auch mal auf und da sehen wir viel Grau. Der Hintergrund ist grau, die Schrift ist dunkelgrau bzw. hellgrau und nur die minimalistischen Icons haben Farbe. Allerdings auch nur eine einzige. Oben und unten ist viel Platz verschenkt worden und das Ganze wird noch schlimmer, wenn man das Fenster maximiert. Attraktiv ist definitiv was anderes und generell passt das überhaupt nicht in das bisherige Gesamtbild rein. Wie schon bei Nachrichten und Kochen und Genuss gesehen, gibt es verschiedene Titelleisten. Der Vergleich zwischen einer Windows 10 App und einer klassischen Windows-Anwendung, wie der Explorer eben eine ist, zeigt wieder deutliche Unterschiede. Die vom Explorer ist wesentlich schmaler. Diese vielen Differenzen bei der mitgelieferten Software hinterlässt bei mir einen leicht faden Beigeschmack. Hier würde ich mir wirklich ein einheitliches Aussehen wünschen, einfach um die Integration zwischen den klassischen Anwendungen und modernen Apps weiter zu unterstreichen. Jetzt ist es endlich möglich, moderne Apps auf dem Desktop zu nutzen und dann wirken sie wie ein Fremdkörper. Fast so wie die schrecklich durchgestylte Shareware, die es vor vielen, vielen Jahren noch gab. Damit aber genug gelästert. Nun werfe ich mal einen Blick in die Designeinstellungen und zwar, was man in Sachen Farben verändern kann. In der Standardeinstellung wird die Akzentfarbe aus dem Hintergrundbild bestimmt und nicht auf die Taskbar und das Startmenü übertragen. Dafür wird ein dunkles Theme genutzt. Bezüglich Transparenz bin ich mir jetzt nicht mehr sicher, dazu habe ich einfach schon zu viel rumgespielt. Ich werde es aber mal aktiviert und deaktiviert zeigen. Die Akzentfarbe hat zum Beispiel Einfluss auf die Listenauswahl in Windows 10 Apps, aus den Zurückknopf in der Titelleiste oder im Fall der Einstellungen auf das Icon. So, nachdem ich jetzt ein wenig planlos umhergeklickt habe, mache ich mal wieder geordnet weiter. Aktiviert man die Option, die Akzentfarbe auch auf die Taskbar und das Startmenü zu übertragen, wird das dunkle Theme ersetzt und die gewählte Farbe verwendet. Damit lässt sich Windows 10 zumindest was diesen Punkt angeht wieder so stylen, wie man es aus Windows 8 kennt. Je nach Wunsch kann man das Startmenü transparent oder mit solider Farbe darstellen lassen. Bei deaktivierter Transparenz scheint der Hintergrund logischerweise nicht durch. Die Fenster auf dem Desktop werden komplett vom Startmenü verdeckt. Sobald man Transparenz aktiviert, kann man durch das Startmenü hindurch erkennen, was dahinter liegt. Wer seine Akzentfarbe lieber selbst festlegt, der kann es natürlich auch tun. Dazu gibt es eine recht übersichtliche, das bedeutet hier eingeschränkt, Auswahl an vorgegebenen Farben. Eine freie Farbwahl über einen Color Picker gibt es nicht. So wie es aussieht, habe ich einen kleinen Bug gefunden. Scheinbar gefällt Windows dieses ausgewaschene Rot besser als das Blau, das über das Hintergrundbild ermittelt wird. Egal, weiter zu den klassischen Designeinstellungen. Mich interessiert ja, ob man der Explorer-Titelleiste Farbe beibringen kann. Als erstes fällt auf, dass die Schaltflächen für das Hintergrundbild, die Farbe, Sounds und den Bildschirmschoner fehlen. Gerade die Farbe der Titelleiste und des Fensterrands konnte man hier ändern. In Windows 10 gibt es nur noch die vorgefertigten Designs. Ob man die Farbe überhaupt noch so ändern kann, so wie ich mir das vorstelle, keine Ahnung. Vielleicht ist es ja irgendwo anders versteckt. Jetzt aber wieder zurück zu den virtuellen Desktops. Fenster können in der Taskansicht ganz einfach per Drag and Drop auf einen anderen Desktop verschoben werden. Das gleiche lässt sich auch verwenden, um ein Programm auf einen neuen Desktop zu schieben. Dazu zieht man es einfach auf die Neuer Desktop-Schaltfläche und schon ist es passiert. Es ist leider nicht möglich, einem virtuellen Desktop einen eigenen Namen zu geben. Es gibt kein Kontextmenü und F2 hilft da auch nicht weiter. Durch einfaches Zeigen mit der Maus auf einen Desktop kann man in der Taskansicht die Fensterliste dafür aufrufen. Auf diese Art lassen sich Fenster von anderen als dem aktuellen Arbeitsbereich verschieben. Über die Tastenkombination Steuerung plus Windows-Taste und die Pfeiltasten rechts und links kann man auch in der Taskansicht zwischen den Arbeitsflächen wechseln. Man sollte währenddessen nur nicht mit der Maus auf eine zeigen. Diese Kombination funktioniert natürlich auch auf dem Desktop selbst.
Die Animation ist schön und schnell und gibt ein gutes optisches Feedback, ohne dabei Zeit zu verschwenden. Sehr gut. Zum Schluss zeige ich euch noch, was passiert, wenn man Arbeitsflächen schließt, auf denen noch Apps offen sind. Diese werden einfach auf den nächsten Desktop verschoben, bis nur noch einer da ist. Damit beende ich dieses Video, denn ich will ja schließlich nicht, dass es zu lang wird. Mal sehen, was ich dann als nächstes kritisiere. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.